bin Celine Bregelmann, bin 18 Jahre alt und bin bei Nehmann als Kauffrau für Büromanagement und mache da meine Ausbildung 3 Jahre lang. Und ich habe auch schon mal eine Woche Praktikum gemacht in Langföhren bei einem Büro. Und meine Mama macht auch Büromanagement und irgendwie hat der Beruf mich dann auch interessiert. Nehmann hat mich eigentlich schon immer interessiert, weil das halt so ein großes Möbelhaus ist. Dann habe ich auch die Bewerbung im Internet gesehen. Dachte ich mir, ich bewerbe mich jetzt bei Nehmann. Und habe ich auch sofort, also nach ein paar Tagen auch eine Rückantwort bekommen. Offenheit zum Kunden, dann auch Teamfähigkeit, dann Kommunikationsfähigkeit. Man muss ja auch mit den Kunden gut reden können und mit den Kunden gut auch umgehen können. Also als erstes, wenn man im Büro kommt, muss man die Kassen zählen, ob die auch passen und stimmen. Dann muss ich meistens mit Kunden telefonieren. Wenn ein Kunde sich aufregt, dass zum Beispiel die Ware nicht rechtzeitig kommt, dann finden wir halt auch mal eine Lösung, dann informieren den Kunden über die Lösung und dann gucke ich das auch nochmal nach und behalte das auch im Auge. Da muss ich Lieferscheine erfassen und Auftragsbestätigung erfassen. Da muss ich auch Kaufverträge prüfen und die abheften. Wenn ich mal was nicht verstehe, erklären die das auch eigentlich sehr gut. Man hat so einen Lehrplan. Da kommt man zum Beispiel 3 Monate in Lieferscheinerfassung und 2 Monate in die AB-Erfassung. Das geht halt immer so weiter. Und man hat da ja auch noch zwischendurch Schule, also Blockunterricht. Also im ersten Ausbildungsjahr hat man ja 2-mal die Woche Schule und ab zweiten und dritten Ausbildungsjahr nur 1-mal die Woche. Also ich möchte auf jeden Fall bei Nehmann bleiben, da es mein Traumberuf ist und ich mir nichts anderes vorstellen kann als Büroarbeiten. Aber wenn ich mal die Chance habe, kann ich mich auch weiterbilden lassen.